Herr Ravanchat, was ist für Sie eine der Herausforderungen in der Radiologie? Ich denke, dass vor allen Dingen die Anzahl der Untersuchungen, die in der Radiologie gemacht worden werden, gerade über die letzten Jahre so explosionsartig gestiegen sind, dass wir da was tun müssen. Es sind einfach zu viele Untersuchungen, die angefordert werden, zu viele Untersuchungen, die dann auch gemacht werden, mit weniger Ressourcen, mit weniger Mitarbeitern. Das passt einfach nicht mehr. Also auch Untersuchungen, die gar nicht unbedingt gerechtfertigt sind. Völlig richtig, genau. Es werden CTs bestellt, wo eigentlich ein MR wichtig wäre oder ein Ultraschall oder eine ganz andere Untersuchung viel adäquater und richtiger wäre, genau. Welche Möglichkeiten für eine Lösung gibt es da? Man muss ein Computersystem meiner Meinung nach davor schalten, was dem anfordernden Arzt hilft, die richtige Untersuchung anzufordern. Der anfordernde Arzt weiß oft gar nicht, was ist denn jetzt richtig, was muss gemacht werden. Und da braucht er Guidelines, evidenzbasierte Guidelines, die ihm helfen, das zu tun. Die kann man jetzt ausdrucken und auf Papier bringen, aber die müsste er dann lesen oder im Kopf behalten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit de facto. Also muss man ein Computersystem haben, was dem Arzt hilft, da richtig die richtige Anforderung de facto zu stellen. Was tut Cerner in dieser Hinsicht? Cerner hat dieses System, ein System von der Firma National Decision Support, das den Content, die Inhalte besitzt, managt, in das Order-System von Cerner integriert. In Cerner Millennium haben wir es geschafft, dem Überweiser zu helfen, während des Orderns, des Befundes, der Untersuchung, genau diese Guidelines an die Hand zu geben. Welche Erfahrungen hat man mit dem System in den USA gemacht? Wir haben in Boston gesehen, dass 30% der Untersuchungen weniger gemacht werden. Das deutet ganz klar darauf hin, dass 30% wirklich zu viel gemacht wurden. Jetzt, wo das System davor geschaltet wurde, kann die Radiologie eben wieder sehr effizient und sehr kosteneffektiv arbeiten. In den USA ist es uns auch tatsächlich so, dass es sein muss, der Überweiser muss durch ein solches System geführt werden, damit die Versicherungen, Medicare und Medical, überhaupt noch bezahlen. Welche Potenziale sehen Sie für Deutschland? Ich sehe genau die gleichen Potenziale für Deutschland. Auch in Deutschland brauchen wir so ein System, das hilft, die Anzahl der unnötigen radiologischen Untersuchungen zu reduzieren, den Müll quasi gar nicht erst in die Radiologie kommen zu lassen, damit ich deswegen eine höhere Qualität habe, weniger Strahlendosis habe für den Patienten und am Ende eine höhere Qualität an Radiologie produzieren kann.